Bis heute ist Christian Schwarz-Schilling ein glühender Anhänger des Privatfernsehens. Er erinnert sich gerne an sein Lebenswerk und musste es schon oft gegen Kritik verteidigen. Ich sah mich da einer sehr, sehr heterogenen Koalition entgegen von Psychotherapeuten, die also erzählten, was alles für Traumata durchs Fernsehen entstehen, bis zu Theologen, die sagten, die Kultur des Abendlandes wird verschwinden. Ich wollte Konkurrenz und Wettbewerb entstehen lassen. Und das ist geschehen. Ich würde Ihnen gerne mal zeigen, was quasi 30% der Jugendlichen, und zwar aller Jugendlichen, nachmittags gucken. Wir zeigen Schwarz-Schilling Aufnahmen von Ramona. Wie findet der Politiker das, was aus seiner Idee vom Privatfernsehen heute zum Teil geworden ist? Ramona bringt ihn doch zum Nachdenken. Das geht natürlich nicht. Ich muss mich verlassen können, dass dies ein Kunstwerk ist und dieses hier der Wahrheit entspricht und ein Bericht ist, der jetzt vielleicht ein bisschen künstlerisch aufgestaltet wird. Das kann man ja gerne machen. Aber es muss vollkommen dem entsprechen, was die Wahrheit ist, sonst nicht. Also ich muss Sie jetzt noch mal einmal fragen, Ihrer Meinung nach sollte Fernsehen glaubwürdig sein? Absolut. Weil Sie sonst eine Gefahr sehen? Ja, ja. Absolut, eine große Gefahr, weil Fernsehen ein Einflussfaktor in unserer Gesellschaft hat und eine ganze Gesellschaft in eine Richtung chaotischer oder falscher Richtung bringen kann.